Bei der Schmerztherapie unterscheiden wir im Wesentlichen den akuten Schmerz und den chronischen Schmerz. Während der akute Schmerz medizinisch kein allzu großes Problem darstellt und mit Schmerzmedikamenten gut zu behandeln ist, ist der chronische Schmerz ein wesentlich schwierigeres Problem. Der Patient muss sich darauf einstellen, dass er möglicherweise für lange Zeit Schmerzen haben wird. Das heißt, man muss untersuchen, ob nicht medikamentöse Behandlungsverfahren dem Patienten helfen können, wie Entspannungsverfahren, therapeutische Unterstützung oder auch Muskelrelaxation. Auf der anderen Seite haben wir die medikamentöse Behandlung des chronischen Schmerzes, wo wir in der Regel nach dem Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation vorgehen. Das heißt, mit einem Schmerzmittel anfangen, möglicherweise ein zweites eben dazusetzen. Und wenn die Schmerzen nicht beherrscht werden können, hierdurch muss man frühzeitig auch daran denken, mit Opiaten zu behandeln, denn das bringt des Öfteren einfach dann wirklich eine Schmerzfreiheit. Hintendran muss man sich überlegen, und das ist das Fazit, das höchste Ziel der Schmerztherapie muss einfach die Schmerzfreiheit des Patienten sein, gerade eben bei dem chronischen Schmerz.